Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute in diesem Video zeige ich euch mal einen Glitch, wie ihr den Festivalbus von eurem Kollegen geschenkt bekommen könnt und wie ihr diesen dann unter anderem in eure Arena-Werkstatt rein bekommen könnt, denn ich habe öfters Kommentare bekommen. Yo, Gemayo, zeig mal bitte ein Video, wie man den Festivalbus in die Arena-Werkstatt bekommt. Und da habe ich mir gedacht, okay, mache ich mal auf Ehrenbasis. Und ja, was ihr dafür benötigt? Ihr benötigt logischerweise eine Arena-Werkstatt. In dieser Arena-Werkstatt muss irgendein Auto stehen, das ist komplett egal welches, das Auto geht dabei nicht verloren. Dann benötigt ihr noch einen Kollegen, der diesen Festivalbus besitzt, den ihr von ihm haben möchtet. Und dann braucht ihr noch zu guter Letzt einmal eine mobile Kommandozentrale. In dieser mobilen Kommandozentrale muss sich ein gratis LLG RH8 befinden. Und dann müsst ihr noch darauf achten, dass ihr diesen Glitch in einer Einladersitzung durchführt. Ich bin jetzt hier in einer Freundessitzung, denn es gibt gerade ein paar Probleme mit den PSN-Servern. Aber sonst normalerweise sollte man diesen Glitch am besten in einer Einladersitzung machen. Und dann müsst ihr noch euren Zielmodus auf freies Zielen gestellt haben. Falls das nicht so sein sollte, dann könnt ihr dies im Editor oder in der Story umstellen. Aber ich würde sagen, labern wir nicht so viel, sondern kommen auch direkt schon zum Part von eurem Kollegen, der euch das Auto schenken möchte. Und ja Leute, das ist jetzt der Part von eurem Freund, der euch das Auto schenken möchte. Denn was ihr jetzt macht, ihr stellt euch nämlich jetzt einfach dort mit einer Waffe hin und zielt auf euren Kollegen, der euch das Auto schenken möchte. Das heißt, mein Kollege, dem ich jetzt das Auto geben möchte, nimmt jetzt einfach eine Waffe raus und zielt mit dieser auf meinen Kopf. Währenddessen er das tut, stellt ihr euch jetzt einfach hier vor das Casino, geht in das PSN-Menü, geht auf Communities. Dann geht jetzt in irgendeine beliebige GTA 5 Community, ich nehme immer dieselbe Community, denn dort sind meistens Leute mit dem Zielmodus, mit dem Zielmodus unterstütztes Zielen. Denn nun geht ihr auf aktuelles Spiel, tretet irgendeiner random Person bei. Wenn ihr die erste schwarze Meldung habt, drückt ihr zweimal schnell hintereinander die PS-Taste und tretet derselben Person ein zweites Mal bei. Okay, wenn ihr jetzt die erste Meldung habt, zweimal schnell hintereinander die PS-Taste drücken, der Person noch einmal beitreten. Wenn ihr jetzt eine Zielmodus-Meldung habt, lehnt ihr diese ab. Falls ihr eine andere Meldung haben solltet oder gar keine Meldung, wiederholt diesen Schritt. Und nun muss euer Freund euch töten. Und sobald er euch getötet hat, das macht ihr jetzt bitte kurz, drückt ihr zweimal schnell die PS-Taste, tretet der Person bei, lehnt die Meldung ab und lauft hier zum Casino. Sobald ihr sehen könnt, dass ihr in das Casino reingezogen werdet, spammt ihr einfach nur noch X durch. Und dann dürftet ihr jetzt hier wieder stehen, in einem verglitschten Zustand. Das könnt ihr nämlich daran merken, dass wie bei mir unten links die Minimap verglitscht ist. Falls ihr aber jetzt dennoch da hinten irgendwo spawnen solltet oder einen unendlich langen Ladebildschirm habt, wenn ihr einen unendlich langen Ladebildschirm habt, dann müsst ihr euch kurz die Zielmodusmeldung besorgen und diese ablehnen. Falls ihr aber dennoch ganz da hinten gespawnt seid, dann Leute, wiederholt ihr diesen Schritt einfach. Und nun kommen wir schon zu dem Part, wo euer Kollege euch das Auto geben wird. Und ja Leute, wenn euer Kollege dann es geschafft hat, sich in dem Off-the-Radar-Glitch zu verglitschen und ihr ihn wie bei mir auf der Minimap nicht sehen könnt, dann Leute, macht jetzt folgendes. Nun holt ihr aus eurer mobilen Kommandozentrale einfach den gratis LLG RH8 raus. Den könnt ihr bei Legendary Motorsports unter den niedrigsten Preisen für 0 Dollar euch ganz einfach in eure, ja, in eure mobile Kommandozentrale reinkaufen. Nun, wenn ihr mit dem Auto rausgefahren seid, muss jetzt euer Kollege einfach in das Auto einsteigen, was ich vergessen habe zu erwähnen. Ja, eure mobile Kommandozentrale muss wie bei mir hier irgendwo am Casino stehen. Aber wenn euer Kollege jetzt in das Auto eingestiegen ist, oder eher gesagt in den LLG RH8, fahrt jetzt einfach hier an die mobile Kommandozentrale ran und drückt die Pfeiltaste nach rechts. Nun dürft ihr bemerken, dass ihr gefreezt seid. Wenn ihr gefreezt seid, steigt euer Kollege einfach kurz aus dem Auto aus, steigt wieder in das Auto ein und nun müsst ihr einfach, wie ich es hier im Video gezeigt habe oder zeige, an das Parkhaus ranfahren, dann drückt ihr X auf Parkhaus, geht in das PSN-Menü, geht wieder zurück in GTA und nun müsst ihr folgendes machen. Nun muss euer Freund darauf achten, nämlich sobald euer Freund euch wieder im Auto sitzen sehen kann, steigt er einfach aus dem Auto aus. Das heißt, wenn mein Kollege, der rechts neben mir im Auto drin sitzt, mich sehen kann, steigt er einfach aus dem Auto wieder aus. Und ja Leute, ich habe jetzt gerade das Okay von meinem Kollegen bekommen, dass er mich sehen kann. Nun steigt mein Kollege, der rechts neben mir sitzt, einfach aus dem Auto aus. Dann dürft ihr sehen, dass ihr jetzt so eine Animation habt, dass ihr reingezogen werdet in die Parkhausgarage.
Und ja, Leute, ihr habt jetzt wahrscheinlich gerade gesehen, dass mein Kollege ausgestiegen ist, denn er hat mich jetzt nämlich gerade im Auto sitzen sehen. Und wie gesagt, wenn euer Kollege euch im Auto sitzen sehen kann, steigt er einfach aus. Nun dürft ihr einen unendlich langen Ladebildschirm haben. Wenn ihr diesen habt, Leute, dann geht in das PSN-Menü, geht auf die Communities. Wenn ihr jetzt in den Communities drin seid, geht jetzt in irgendeine beliebige GTA 5 Community. Ich nehme immer dieselbe Community. Denn dort sind meistens Leute mit einem anderen Zielmodus. Nun geht ihr auf aktuelle Spielen, tretet irgendeiner random Person bei. Wenn ihr die erste schwarze Meldung habt, drückt ihr zweimal schnell hintereinander die PS-Taste und tretet derselben Person ein zweites Mal bei. Okay, wenn ihr dann jetzt die zweite schwarze Meldung habt, wenn ihr dann jetzt die zweite schwarze Meldung habt, drückt ihr wie gesagt zweimal schnell hintereinander die PS-Taste und tretet derselben Person ein zweites Mal bei. Wenn ihr dann jetzt eine Zielmodus-Meldung habt, lehnt ihr diese ab. Falls ihr eine andere Meldung haben solltet oder gar keine Meldung, wiederholt ihr diese Schritte bei einer anderen Person. Nun dürft ihr aber sehen, dass ihr so einen verglitschten Screen habt wie ich. Jetzt drückt ihr die Optionstaste, geht auf Online, geht in das Criminal Enterprise Data Pack. Geht wieder aus dem Criminal Enterprise Data Pack raus, schließt das Optionsmenü und steigt einfach aus dem unsichtbaren Auto aus. Dann dürft ihr sehen, dass ihr jetzt genauso wie ich hier durch die Map fliegt und dass ihr nach einer Weile dann wieder hier auf der Map spawnt. Nun lauft ihr zu eurer mobilen Kommandozentrale hin. Wichtig ist, bevor ihr zu eurer mobilen Kommandozentrale hinläuft, muss noch euer Freund, der euch den Festivalbus geben will, hier an der mobilen Kommandozentrale dran stehen. Denn nun, wenn ihr sich, wie jetzt im Video gezeigt, an die mobile Kommandozentrale dran gelehnt habt, lauft jetzt einfach in den blauen Kreis rein, drückt X auf Alleineintreten, nun drückt ihr zweimal schnell hintereinander die PS-Taste, tretet derselben Person von vorhin einmal bei. Nun Leute, nehmt ihr einfach die erste schwarze Meldung an, lehnt die zweite schwarze Meldung ab und dann rennt ihr einfach so schnell wie es geht zu dem Auto oder eher gesagt zu dem Festivalbus von eurem Kollegen und steigt in diesen ein. Und ja Leute, wenn ihr dann jetzt die schwarze Meldung habt, erste Meldung annehmen, zweite ablehnen, nun seid ihr unsichtbar, denn nun müsst ihr so schnell wie es geht zu dem Festivalbus von eurem Kollegen rennen. Und jetzt drückt ihr einfach Dreieck, um einmal in den Festivalbus einzusteigen. Und dann dürft ihr sehen, dass ihr jetzt in euren MOC geglitscht werdet, aber hier dann außerhalb des MOCs seid. Das heißt, euer Festivalbus glitscht einfach komplett herum und ihr seid nicht in der mobilen Kommandozentrale drin. Nun Leute, ladet euer Kollege euch einfach in seinen Motorradclub rein oder in seinem CEO, das ist komplett egal, das heißt er kann sich jetzt als Motorradclub-Präsident registrieren, wie hier, und ladet euch einfach ein oder als CEO-Präsident, er hat es jetzt mit einem CEO gemacht, denn nun, wenn euer Kollege euch eingeladen hat, um ein Mitarbeiter beim CEO oder MC zu werden, nehmt ihr diese Anfrage einfach an oder die Einladung zu der Organisation. Und dann dürft ihr sehen, dass eure mobile Kommandozentrale verschwunden ist und dass sie nicht mehr auf der Map sichtbar ist. Nun muss euer Kollege hingehen und macht den CEO weg. Das heißt, er drückt bei CEO auf Zurücktreten oder beim Motorradclub auf Zurücktreten. Nun registriert ihr euch einfach als Motorradclub-Präsident, öffnet das Interaktionsmenü, geht auf Sonderfahrzeug, geht auf mobile Kommandozentrale und drückt X auf mobile Kommandozentrale anfordern. Nun wartet ihr kurz, bis die mobile Kommandozentrale angekommen ist. Wenn die mobile Kommandozentrale dann angekommen ist, Leute, öffnet ihr jetzt euer Handy oder drückt einmal die Pfeiltaste nach oben, um das Handy aufzurufen. Dann geht ihr auf Kontakte, ruft euren Mechaniker an und jetzt, Leute, holt ihr euch nämlich irgendein Auto aus eurer Arena-Werkstatt. Das heißt, ihr ruft den Mechaniker an, geht auf Arena-Werkstatt und fordert euch irgendein random Auto aus der Arena-Werkstatt an. Ich nehme jetzt mal einfach hier ein Easy Classic. So, und jetzt wartet ihr, bis das Auto geliefert wurde. Und ja Leute, wenn das Auto dann aus der Arena-Werkstatt angekommen ist, steigt in dieses einfach nur noch ein und fahrt mit diesem Auto zu eurer mobilen Kommandozentrale hinten dran. Nun drückt ihr die Pfeiltaste nach rechts, nehmt diese schwarze Meldung hier an. Und jetzt Leute, habt ihr schon euer Festivalbus in eurer Arena-Werkstatt geglitscht. Denn hier, was wir jetzt gerade gemacht haben, war folgendes. Wir haben den Easy Classic hier reingestellt und das Auto, was in der mobilen Kommandozentrale stand, das heißt, das war der Festivalbus, wurde jetzt in den Autoslot geschoben,
wo euer Auto stand, was ihr jetzt hier in eurer mobilen Kommandozentrale reingeparkt hattet. Ich kann euch das Ganze jetzt auch kurz zeigen, indem ich mich kurz zur Arena-Werkstatt teleportiere mit dem Job-Teleport. Den kennen die einen oder anderen von euch wahrscheinlich schon, wenn sie irgendwelche Glitches schon von mir geschaut haben oder schon im Voraus ein bisschen Glitch-Erfahrung hatten. Wenn ihr dann jetzt in eurer Arena-Werkstatt angekommen seid, dürft ihr auch schon sehen, dass jetzt hier euer Festival besteht, den ihr gerade von eurem Kollegen über den Gift Card to Friends Glitch bekommen habt. Und so leicht könnt ihr einen Festival-Bus in eure Arena-Werkstatt reinstellen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Aber ich würde sagen, lasst ein Like und ein Abo da, haut rein und ciao!